Die heutige Yogastunde bringt uns noch einmal in Kontakt mit dem Oberbauch in der Absicht, in ein sehr gutes Körpergefühl zu kommen, in ein Genießen zu kommen, schon in der Meditation und dann auch in der Durchführung der Übung, wirklich genussvoll zu sein, um dann auch gut genießbar zu sein für das Umfeld, den man begegnet, wenn es einem selbst dann recht wohlig zumute ist, dann wird sich das auch für das Umfeld positiv auswirken. Also dann gehen wir hinein. Findet bitte eure bequeme Haltung. Die Augen schließen. So wie es noch notwendig ist, die Haltung ausgleichen, ein bisschen ordnen, ausbalancieren. In der Rückenlage erlauben, dass sich der Rücken weich dem Boden anschmiegen darf. Sehr angenehm sich tragen lassen. Ganz gleich, ob man sitzt oder liegt, sich tragen lassen. Und immer getragen werden erlauben, dass alle Lasten abgleiten dürfen. Sich selbst durch das bewusste Ausatmen dabei helfen, loszulassen. Es sich selbst nicht mehr schwer machen. Sondern erlauben, dass es leicht sein darf. Dass man selbst leicht und unbeschwert sein darf und dieser Augenblick jetzt als ein schöner, beschwingter Augenblick erlebt werden darf. Alles, was einem diesbezüglich noch im Wege steht. Ausatmen und loslassen. Die vielen Gedanken, die Zweifel, Ablehnung, das Erwarten von etwas anderem, all das, was es noch verhindern kann, sich in diesem Moment, in aller Schlichtheit des Augenblicks, wohlzufühlen, loslassen. Sich selbst durchaus immer wieder ausatmen bitten. Lass los, lass los, lass los. Jeder Grund, der da aufkommt, der meint, ich kann nicht, entlarven, sich selbst gut zusprechen, du kannst, lass los, lass los. Alle Argumente, die da aufkommen und meinen, ich kann nicht loslassen. Erkennen, in Zweifel ziehen, ob sie sinnvoll sind. Ist es sinnvoll, sich selbst im Weg zu stehen? Warum nicht gerade jetzt,
ganz und gar loslassen. Meinst du, dass ein späterer Zeitpunkt besser dafür geeignet ist? Warum nicht gerade jetzt alles loslassen, was es noch verhindern kann, sich ganz und gar wohlzufühlen? Die Bereitschaft zum Loslassen bleibt, auch wenn du nun beginnst, Ausschau zu halten nach ersten zarten Eindrücken einer Erleichterung und eines sich gut fühlens, auch durch die Entspannung des Körpers. So wie man im Frühling Ausschau hält nach dem ersten zarten Grün und sich erfreut daran, jetzt kommt es, jetzt bricht es durch. Mögen sich erste zarte Eindrücke eines Wohlbefindens zeigen. Sensibel, ehrlich, freundlich, in sich hineinschauen und spüren. Nicht fordern. Die ersten zarten Veränderungen nicht erdrücken durch Forderung. Kommen lassen. Es ist möglich, sich in diesem Moment wohlzufühlen. Der Körper entspannt sich. Die Seele öffnet sich für das Angenehme, das in diesem Moment erlebbar ist. Und ganz zart entwickelt sich das Gefühl von einem Wohlbefinden. Ein erleichtertes Angekommensein in diesem Augenblick, unkompliziert, entspannt, erleichtert, sehr angenehm. Einmal möchte ich mich jetzt mit dir im Körper hinaufspüren. Zunächst die Füße wahrnehmen. Bemerken, ist es möglich, dass sich die Füße in diesem Moment ganz und gar wohlfühlen? Wenn sich die Füße wohlfühlen, sich dies selbst im Geiste bestätigen. Meine Füße fühlen sich ganz wohl. Und wenn sich die Füße noch nicht ganz wohlfühlen, loslassen, entspannen.
die Möglichkeit eröffnen, dass sich das Wohlbefinden entwickeln kann. Spüren dann die Unterschenkel und die Knie und die Oberschenkel. Sich selbst bestätigen. Auch hier fühle ich mich wohl. Und wenn nicht, loslassen. Im Raum des Beckens, Gesäß und Hüften. Entspanntes, unaufgeregtes Wohlbefinden. Den Rücken spüren, Haut und Muskulatur, angenehme Eindrücke registrieren und mit der Wahrnehmung des Angenehmen das Angenehme vermehren, stärken, in den Vordergrund der Achtsamkeit nehmen. Sanft den Bauchraum und den Brustkorb spüren. Bewegt vom Atem mögen sich manche angenehme Eindrücke zeigen, sodass man sich aus vollem Herzen bestätigen kann. Auch hier fühle ich mich recht wohl, ruhig entspannt, geborgen in mir selbst, ganz angekommen im gegenwärtigen Moment. Die Schultern und die Arme, die Hände fühlen, zart durchdrungen von einem Wohlbefinden, herrlich ruhig, sehr angenehm. Hals und Schädel spüren, entspannt und ruhig, angenehm, Wohlbefinden durchdringt auch hier das Gewebe. Den ganzen Körper spüren, von Kopf und Fuß, und die angenehme Selbstwahrnehmung, die sich realisiert hat, genussvoll aufnehmen, den Augenblick genießen. Sich selbst genießen in diesem Augenblick. So erlebe ich mich in meinem Wohlfühlen. Natürlich, einfach, keine Übung, sondern ein Erleben. Ein meditatives Vertieftsein in einem schlichten Wohlbefinden.
Angenehme, das realisiert werden konnte, strahlen wir unweigerlich auch aus. Spüre bitte den Raum um den Körper herum. Um auch hier die angenehme Atmosphäre wahrzunehmen, die du selbst kreiert, ermöglicht hast. Vielleicht lächelnd wenden wir die Aufmerksamkeit wieder nach außen. Beginnen langsam etwas tiefer zu atmen und bewahren diese angenehme Art der Selbstwahrnehmung und die angenehme Atmosphäre um uns herum, um uns in dieser angenehmen Atmosphäre zu bewegen. Die Augen sanft öffnen, bewegen, regeln. Wer liegt, streckt sich am Boden entlang, kommt dann hinauf und im Sitzen vielleicht die Beine ein bisschen ausschütteln, so wie es angenehm ist. Wir beginnen im Sitzen, bleiben heute auch wieder recht bodennah, kommen also nicht zum Stehen, sondern bleiben. Hier, wenn ihr die Beine ausgestreckt habt, erzeugen wir so ein bisschen mehr Wärme durch das Laufen auf dem Gesäß in Verbindung mit Namaskara Mudra und dem Anhalten der Luft wird es relativ zügig etwas mehr Wärme erzeugen. Atmen erst vollständig aus, Hände vor der Brust, ein bisschen Druck geben auf die Hände, heben tief ein, die Arme hinauf, Anjali Mudra, nicht atmen. Laufen nach vorne, nicht atmen, laufen auch wieder zurück, nicht atmen, Hände flach aufeinander, lang strecken und an Ort und Stelle wieder angekommen, aus, Hände vor die Brust, einmal zwischendurch atmen, nochmal tief ein, hinaufheben. Hochstrecken, laufen auf dem Gesäß, laufen auch wieder zurück, an Ort und Stelle angekommen, aus, Hände vor die Brust, einmal zwischendurch atmen, nochmal tief ein, hinauf. Nicht atmen, laufen, laufen wieder zurück, aus, Hände vor die Brust, gut durchatmen, aus, die Hände abstellen, Augen zu, sitzen einen Moment. Einfach nur registrieren. So fühlt es sich jetzt an. Wir werden noch etwas mehr Wärme erzeugen. Augen auf, den rechten Fuß so ein bisschen aufstellen. Wenn ihr euch nicht ganz aufrichten könnt im Rücken, nehmt ihr eine kleine Erhöhung unter den Po. Oder setzt euch sogar auf das dicke Kissen, so dass man sich aufrichten kann. Ja. Recht steht, ganz stockgerade Rücken und los geht's. Mit dem Einatmen die Arme hinaufheben, hochstrecken und aus die Arme nach vorne bringen in der Geste der Zielgerichtetheit. Hände flach aufeinander wie ein Pfeil und bleiben hier. Schultern runter, langer Nacken, Hände auf Schulterhöhe. Entweder an die Handwurzeln schauen oder in Verlängerung der Finger, als würde man zum Horizont gucken. In dieser Haltung geht bitte in eure zielgerichtete Haltung
indem ihr etwas anvisiert, was ihr realisieren möchtet an positiver Entwicklung. Es könnte auch einfach die Absicht und der Wunsch sein, sich wohl zu fühlen und fähig zu sein, genießen zu können, Gutes gerne annehmen zu können. Es kann auch das eigene Gesundsein sein oder das Anstreben der Realisierung eines Zieles. Kein Zweifel, ich kann das Gute realisieren. Schon im Halten der Übung kann zu spüren sein, dass Wärme entsteht. Heben tief ein, die Arme wieder hinauf. Aus, über die Seiten hinunter, Beine lang, Augen zu. Kleinen Moment bleiben, registrieren, Schultern wieder locker. Andere Seite, Augen auf, links aufstellen, heben die Arme tief ein hinauf, Hände flach aufeinander und aus, die Arme nach vorne bringen, in der Geste der zielgerichtet halt, Agra Mudra, nicht die Schultern nach vorne ziehen, Schultern bleiben hinten, stockgerader Rücken, langer Nacken, Schädeldach strebt hoch. Sich erwärmen für die guten Absichten, die man hat. Entschlossen sein, ich möchte dies oder das realisieren. Nicht nur vielleicht, ich will glücklich sein. Ich möchte mich wohlfühlen. Ich möchte mich in Freude erleben. Keinen Zweifel daran haben, dass es möglich ist. Ich kann, ich will, ich werde das Bestmögliche realisieren. Ganz sicher. Federlein. Tief ein, die Arme heben, aus, über die Seite, die Arme hinunterbringen, Beine lang, Augen zu, kleinen Moment, sitzen, spüren. Die körperliche Wärme könnt ihr auch als die seelische Erwärmung annehmen dafür. Bereit zu sein, sich dem Angenehmen gegenüber zu öffnen. Jetzt gehen weiter, Augen auf, die Hände bequem, hinten aufstellen, stellen beide Füße auf, gehen eine ganz simple Drehung, mit dem Einatmen hier jeweils mittig sein und aus, beide Knie zur einen Seite, ein zur Mitte. Aus zur anderen Seite, ein zur Mitte, aus, drehen und so weiter. Wenn ihr bemerkt, dass ihr immer weiter mit dem Po nach vorne rutscht, stützt ihr euch halt hinten ein bisschen ab, rutscht ihr wieder nach hinten und geht weiter. Leicht. Nehmen den Kopf dazu, schauen immer in die andere Richtung. Aus. Beide Knie in Richtung zum Boden bringen, ganz zur Seite. Könnt dann beginnen, den Po auch hochzuheben, während ihr dreht. Mittig schwebt ihr dann so ein bisschen. Und dreht dann, schwebt mit dich und dreht.
schwebt mit dich. Dreht, schwebt, aus, ein, aus. Nur noch einmal. Kommen wieder zur Mitte. Hier angekommen, Füße aufstellen, bisschen weit vorne vielleicht, dass ihr nachher dann Platz habt zum Abholen. Und fassen die Beine, Kopf sinkt, Schultern locker. Den Kopf gar nicht mehr halten, ganz locker lassen. Könnt den Kopf auch ein bisschen hin und her bewegen, ganz locker. Das Ausatmen kann auch laut werden, leise, aber hörbar werden, über den Mund auf einen F-Laut möglicherweise ausatmen. Beleben dann weiterhin den Bauchraum, den Kopf. Heben und tief ein, zurücklehnen, bis die Hände in der Nähe der Knie sind. Halten einen Moment, aber nicht festhalten. Aus nach vorne, der Rücken darf aber nicht wehtun. Ne? Einmal zwischendurch atmen. Nochmal tief ein, zurücklehnen, kurz halten. Aus. Nach vorne, einmal zwischendurch atmen. Nochmal tief ein, zurücklehnen. Kurz halten. Aus. Einmal zwischendurch atmen. Wieder ein, zurücklehnen. Jetzt nicht mehr atmen, den Daumen jeweils umfassen. Adi Mudra, nicht atmen. Rudern mit den Armen vorwärts, große Bewegung in den Schultern, nicht atmen, Luft anhalten. Wenn die Luft verbraucht ist, aus, wieder nach vorne lehnen, Kopf locker. Tiefes Durchatmen kommt von selbst. Nochmal. Tief ein, zurücklehnen, Fäuste fest, nicht atmen. Während ihr rudert, könnt ihr euch vorstellen, wie ihr mit dem Rudern Energie im Bauchraum wie aufwallt, aus dem Unterbauch hinauf bewegt, wie Wellen, die hinaufschlagen. Ist die Luft verbraucht? Aus, loslassen, gut durchatmen. Nochmal tief ein, zurücklehnen. Nicht atmen, rudern. Vielleicht könnt ihr euch das vorstellen, wie die Wellen, wie an Klippen, so aufschäumen, schäumt im Bauch hinauf. Ist die Luft verbraucht? Aus, nach vorne lehnen, ganz locker lassen, Nacken locker. Ruhig und tief ein- und ausatmen, das Gefühl von Anstrengung abgleiten lassen. Wahrscheinlich ist von alleine der Atem so ein bisschen tiefer. Nehmen die übermäßige Spannung wieder aus den Oberschenkeln, Augen auf. Setzen die Hände wieder hinten ab, aber diesmal die Füße breiter aufsetzen und drehen dann von hier einmal tief ein und aus, beide Beine zur einen Seite, wieder eins zur Mitte, aus, genau.
Und jetzt erlaubt mal, dass der Po nach vorne rutschen darf, so dass der Winkel in den Knien spitzer wird und ihr euch mit dem Drehen immer mehr den Fersen annähert, immer ein zur Mitte und ausdrehen. Ein zur Mitte und ausdrehen. Füße bleiben auseinander. Genau. Rutschen immer dichter. Lassen dann die Beine auf links liegen. Kleiner Moment bleiben. Beide Knie nach links, rechter Fuß ist hinten. Sitzen, freihändig sitzen. Nicht mehr abstützen. Genau. Wenn ihr merkt, oh, jetzt tut mir das Knie weh, linker Fuß liegt vorne, ne, linker Fuß vorne, richtig rannehmen zum Schoß, ne, und rechtes Knie rutscht ihr ein bisschen weg und dann schnappt ihr euch den hinteren Fuß, hebt den Fuß hoch, wegschauen vom Fuß also nach links und bleiben hier, ruhiger, tiefer Atem, mit dem gebeugten Knie, das nicht nach vorne, sondern eher nach hinten zeigt, rutscht ihr dann möglicherweise noch ein bisschen weiter weg, ja, dass das Knie nach rechts wegrutschen kann, ganz nach links ausgerichtet sein, nach links schauen und Po in Richtung, Ferse in Richtung zum Po, den Fuß hochheben, so wie es geht. Kleinen Moment bleiben. Rechtes Knie strebt weg. Und dadurch ist die Dehnung über den Oberschenkel deutlich. Wenn nötig, aus über den Mund. Noch einmal tief ein. Und aus, wieder alles zur Mitte. Beine zur anderen Seite. Einmal. Rüber schwingen, ich drehe mich besser zu euch. Genau, beide Beine auf rechts, Knie auf rechts, Füße links. Genau. Den hinteren Fuß fassen, Knie räumt ihr sozusagen noch ein bisschen weiter weg, zur Seite ganz nach rechts drehen und zieht den Fuß dann heran zum Po. Bleiben hier, bleibt schön lang im Nacken, nicht eng werden. Und immer wieder mal kann das linke Knie noch ein bisschen weiter weg rutschen, aber mit der rechten Gesäßhälfte schon am Boden bleiben. Bleiben, ruhiger Atem. Wenn nötig, bei dem Mund ausatmen. Wenn es viel ist, zwischendurch rausgehen, mal wieder reingehen und so weiter. Noch einmal gut durchatmen. Aus, loslassen. Strecken die Beine wieder aus. Schütteln die Beine auch aus. Kleinen Moment. Augen zu, ein-, zweimal durchatmen, registrieren, welche Bereiche des Körpers antworten dann, weisen Wärme auf, treten in den Vordergrund, weil sie deutlicher wahrgenommen werden. Einfach nur registrieren. Genau. Weiter, Augen auf, rechts heranziehen, das rechte Bein einfach nur fassen am Unterschenkel. Versuchen, das Bein auszustrecken, ja, so wie es geht, hoch in die Luft. Einmal tief ein und aus, ausstrecken, so wie es geht und fassen. Langer Rücken und probiert mal, ob ihr dichter heranziehen könnt und dichter heranziehen könnt. Wo halt ist es halt, ne? Vielleicht bleiben die Arme lang und ihr bleibt. Ruhiger, tiefer Atem.
Dann zieht ihr vorsichtig Fußspitze heran, schiebt mit der Ferse weg. Bleiben einen Moment. Ruhiger Atem. Schultern weg von den Ohren, Schulterblätter nähert ihr ein bisschen an. Bleiben. Über die Ferse dehnen, könnt ihr den Fuß auch ein bisschen bewegen, dass sich die Dehnung etwas verändert. Ganz langer Rücken. Und noch einmal tief ein und aus, absetzen. Augen zu, ein-, zweimal durchatmen. Andere Seite, Augen auf, links fassen, einmal tief ein, aus, hoch strecken, so wie es geht, das Bein fassen, man kann ja auch tiefer fassen, Arm ruhig lang, ruhig so tief fassen an der Wade, dass man das Bein ganz strecken kann. Ne? Gewöhnen uns erstmal so ein bisschen an die Dehnung. Nicht den Hals zwischen den Schultern verschwinden lassen, langer Rücken. Und so wie es dann geht, den Fuß heranziehen. Nicht aus Kraft des Oberschenkels das Bein halten. Ne? Das Bein fällt hier schön in die Hände rein, die Arme halten das Bein. Wenn ihr sowas macht, dann wird der Oberschenkel krampfig werden. Ne? Schön festhalten mit den Armen. Und so wie es geht, Fußspitze ranziehen und bleiben. Ruhiger Atem. Wenn nötig, aus über den Mund. Halten einen Moment. Den Fuß auch ein bisschen bewegen. Nochmal gut durchatmen, aus, absetzen, ausstrecken und rollen direkt ab in die Rückenlage, wenn ihr liegt, Augen zu, kleinen Moment liegen bleiben, nehmen die übermäßige Spannung aus dem unteren Rücken, dafür die Füße schließen und das rechte Knie. Tief ein, heranziehen und bleiben hier, ruhiger Atem. Linke Ferse, gibt etwas Druck zum Boden. Kinn heranziehen. Noch einmal tief ein, ausstrecken, ablegen, gut durchatmen, andere Seite, Füße schließen, linkes Knie, tief ein, heranziehen, festhalten, ruhiger Atem, ein Hauch von Druck, mit dem Knie zum Boden geben, mit der Ferse zum Boden geben, langer Nacken, entspannter, deutlicher Atem in den Bauch, passt auf, dass ihr nicht vor lauter Kraftaufwand das Bein heranzuziehen, fest werdet in den Schultern, Schultern und Nacken bleiben ganz locker. Durchatmen, ausstrecken, ausschütteln, so wie es angenehm ist.
kleinen Moment liegen, spüren. Wollen dann in besonderem Maße das Zwerchfell ansprechen, dafür die Füße aufstellen, kleine Lücke zwischen den Füßen lassen und reib doch bitte mal die Hände schön warm. Dann legt ihr die Hände so auf den Bauch, dass sich nur noch die Mittelfinger berühren am Oberbauch, dass ihr auch den Rand der Rippen spürt. Und tastet doch bitte mal ab das Ende vom Brustbein, den Schwertfortsatz und dann diesen Winkel, wo dann die Rippen beginnen. So mittig, von hier dann so ein bisschen zur Seite, ne, wo die Rippen auch zum Brustbein stoßen. Ja? Und hier spürt bitte den Atem durch das Auflegen der warmen Hände. Beginnt ihr euch hier so ein bisschen zu entspannen. Nehmt wahr, wie mit dem Ausatmen der Bauch jeweils sinkt. Einatmend hebt sich die Bauchdecke, aus sinkt die Bauchdecke. Einatmend hebt sich die Bauchdecke. Wir werden dann einmal sehr kräftig ausatmen, um dann, wenn wir ausgeatmet haben und sich das Zwerchfell gehoben hat, genau diesen Bereich abzutasten, vom Schwertfortsatz, vom Ende des Brustbeins, entlang der Rippen. Einmal alle Luft raus, aus, 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 tief und ruhig ein. Alle Luft raus, nicht atmen, den Bauch entspannen, einziehen, hochziehen und dann tastet ihr mit den Fingern von der Mitte her, vom Schwertfortsatz an den Rippen entlang, versucht unter die Rippen zu greifen. Lassen wieder los, gut durchatmen. Versucht unter die Rippen zu greifen. Ihr könnt auch aus der Mitte heraus zu den Seiten streichen. Ja? Versuchen das nochmal. Tief ein. Alle Luft rasch raus. Bei leerer Lunge den Bauch einziehen und hochziehen, dass so etwas wie eine Höhle entsteht zum Brustkorb hin. Und tastet und streicht dann mit den Fingern von innen hier unten entlang der Rippen. Hilft dem Zwerchfell damit dabei, sich zu entspannen. Erst wieder locker lassen, gut durchatmen. Und noch einmal sehr tief ein. Rasch alle Luft raus. Und von der Mitte her beginnt, wenn ihr den Bauch ein- und hochgezogen habt, tastet und streicht ihr an den Ansätzen des Zwerchfells entlang. Lassen los, gut durchatmen. Wir steigern uns dann etwas, indem wir versuchen, das Zwerchfell zu heben, wenn wir in der Schulterbrücke sind. Die Hände legt ihr einfach beiseite, Füße parallel, Kinn herangezogen, geben Druck auf die Füße
Und langsam tief ein, aufrollen, bis Knie, Becken und Schultern eine gerade Linie bilden. Rasch alle Luft raus. Nicht atmen. Den Bauch ein- und hochziehen, so wie ihr das vorher eben geübt habt. Ohne Atem auf Zehenspitzen kommen. Ohne Atem abrollen. Erst wenn die liegt, dann kommt das tiefe Durchatmen. Und da kann es einem nochmal heiß werden. Und nochmal. Druck geben auf die Füße. Rollen langsam auf, tief ein. Rasch alle Luft raus. Den Bauch ein- und hochziehen, so stark es geht. Ohne Atem auf Zehenspitzen. Ohne Atem abrollen, Bauch bleibt eingezogen. Erst dann durchatmen. Nochmal. Tief ein, hinauf. Oben angekommen, alle Luft raus. Nicht atmen. Den Bauch ein- und hochziehen, ganz straff. Ohne Atem auf Zehenspitzen. Ohne Atem abrollen. Und erst dann, wenn ihr liegt, gut durchatmen. Nehmen die Knie dann nochmal heran, um auf dem Rücken ein bisschen zu schaukeln. Gemütlich. Legen uns dann wieder hin, Arme, Beine lang, kleinen Moment, Augen zu, zwei, dreimal durchatmen, locker lassen, die Erwärmung, die hoffentlich entstanden ist, spüren, es sich erlauben, sich in dieser Wärme wohlzufühlen, hinein entspannen, Druck und Anstrengung löschen, löschen, löschen. Werft dann doch bitte auch mal einen Blick auf die Atembewegung an der Bauchdecke. Sie muss ja nicht stärker sein, aber vielleicht ist sie entspannter. Vielleicht reicht der Atem auch weiter hinab, hinunter bis in das Becken. Drehen uns dann jetzt um, linker Arm hinauf, über die linke Seite, umdrehen auf den Bauch, Hände aufeinander, Stirn darauf, die Füße parallel legen, schlängelt bitte nochmal, regelt euch nochmal so ein bisschen mit den Beinen noch weiter weg, und wenn die Füße fest parallel liegen, gebt ihr so ein bisschen Druck mit den Knien und Oberschenkeln zum Boden, dass ihr nicht mehr ins Hohlkreuz kippt, sondern dieses ganz leichte Kippen im Becken entsteht, Bauchnabel eher rein, Kinn herangezogen, ganz lang ausgestreckt in der Wirbelsäule sein. Nehmt hier bitte nochmal den Atem wahr. Im Schutz der Bauchlage kann es sein, dass der Atem nochmal etwas stärker ist. Wir lassen die Hände so und gehen hier in einige Oberkörperhebungen zunächst. Vollständig ausatmen, aus, aus, aus und langsam tief ein, Kopf und Oberkörper heben aus Rückenkraft, Arme machen noch gar nichts.
Und aus ablegen, Kinn heranziehen, einmal tief durchatmen. Wieder tief ein, Kopf, Oberkörper heben, Arme machen gar nichts. Aus ablegen, einmal zwischendurch atmen. Wieder tief ein, Kopf, Oberkörper heben. Aus ablegen, einmal zwischendurch atmen. Wieder tief ein, den Oberkörper heben und Achtung, aus, hier halten. Die Arme helfen etwas dabei. Tief ein bisschen höher heben. Und aus, ablegen, einmal zwischendurch atmen. Wieder einheben aus Rückenkraft und aus, hier einfach nur halten, die Arme helfen, tief einen Ticken höher zu kommen, ein bisschen, aus, ablegen, einmal zwischendurch atmen. Nochmal, tief einheben aus Rückenkraft, aus, halten. Ein paar Armkraft ein bisschen höher und aus, ablegen, einmal zwischendurch atmen. Wieder tief einheben aus Rückenkraft, Achtung, aus, halten, per Armkraft, tief ein bisschen höher heben und Achtung, aushalten. Tief ein, noch ein bisschen höher heben, so wie der Rücken das gerne mitmacht. Aus, ablegen und einmal durchatmen. Immer noch Oberschenkel fest am Boden. Tief einheben aus Rückenkraft. Aus, halt. Ein bisschen höher heben und Achtung. Aushalten, lass den Rücken mitarbeiten. Wieder. Tief ein, per Armkraft ein bisschen höher heben, aus, ablegen und einmal gut durchatmen. Noch diese Runde, tief einheben aus Rückenkraft, aushalten, schön starker Rücken, ein bisschen höher heben und Achtung, aushalten, starker Rücken. Ein noch höher heben, so wie es der Rücken mag. Und aus, ablegen, locker lassen, ruhiger Atem und gib dem Becken dann bitte etwas Schwung, so dass die Beine und der Rücken und der Nacken, der ganze Körper etwas mitschwingen kann. Lassen das Ganze ausschwingen. Kleinen Moment spüren. Vielleicht zeigt sich ein Prickeln, pulsieren. Hoffentlich angenehm. Nehmen die Beine etwas auseinander, nur ein Stückchen, ein bisschen, auf Hüftbreite. Hände neben der Brust, Kinn herangezogen und komm dann hinauf. Tief ein, Kopf, Oberkörper heben, Druck auf die Knie geben. Bring den Po nach hinten, Füße hinten zusammen, Knie ein bisschen auseinander, so dass ihr, wenn ihr nach vorne gelehnt seid, euch bequem zwischen den Oberkörper lehnen könnt und hier bleiben wir, ruhiger, tiefer Atem.
mit den Fingern etwas weiter nach vorne strecken, dass die Dehnung deutlich ist, um den Dehnungsimpuls auch nach unten hin zum Kreuzbein zu verstärken. Gesäß, Anus, Beckenboden etwas anspannen, mehr oder weniger, so wie ihr selber fühlt, dass euch das gut tut. Atmen in den gestreckten, gedehnten Rücken und in den lockeren Bauch. Wir bleiben auch bei dem lockeren Bauch. Auch wenn ihr jetzt hinaufkommt in den Vierfüßler, tief ein, auf die Hände kommen. Aus hier ankommen, könnt euch umdrehen, dass ihr wieder zu mir schaut und legen die Unterarme zum Boden, Finger ineinander verschränkt, holt so ein bisschen höher aus den Schultern, nicht nach vorne fallen, sondern nach hinten schieben eher. Fallt nicht ins Hohlkreuz mit dem Rücken, neutral gerader Rücken und den Bauch entspannen, ganz locker lassen den Bauch. Einfach runterschauen, Nacken locker. Gehen hier in ganz simple Hebung der Beine, das rechte Bein tief ein- ausstrecken, über die Ferse dehnen und heben. Und aus, absetzen, andere Seite. Ein links ausstrecken, heben, nach hinten schieben. Und aus, absetzen und so weiter. Ein recht strecken, heben, nicht ausweichen mit dem Becken. Aus, absetzen. Ein links strecken, heben, schön langsam bleiben. Und aus, nach hinten schieben, nicht nach vorne fallen. Ein recht strecken, heben. Aus, absetzen. Ein links strecken, heben, nach hinten schieben. Aus, absetzen. Wieder rechts, ausstrecken, heben und Achtung. Aus, rechtes Knie heranziehen, Kopf und Knie ganz dicht zusammenbringen. Ein ausstrecken, heben, strecken nach hinten. Aus, rund, 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 rund machen. Ein ausstrecken. Aus, rund, 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 rund machen. Letztes Mal ein ausstrecken. Und aus, loslassen. Gut durchatmen. Andere Seite, linkes Bein, tief ein, ausstrecken, über die Ferse dehnen, nach hinten schieben, über die Schulter, nicht nach vorne fallen. Und aus, Kopf und Knie ganz dicht zusammenbringen. Ein ausstrecken. Aus, rund, 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 rund machen. Ausstrecken. Aus, rund, 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 rund machen. Ein, ausstrecken. Und aus, absetzen. Gut durchatmen. Kommen eine Etage höher auf die Hände. Zehen aufstellen. Noch einmal tief ein. Aus, Po hoch und bleiben hier und hier versucht ihr nichts weiter als den Bauch zu entspannen. Könnt die Knie auch locker lassen, ein bisschen beugen, nach hinten schieben. Bauch locker, erlaubt, dass der Bauch einfallen darf, ganz lockerer Bauch. Nacken entspannt, wenn euch das viel wird für die Arme, dann setzt ihr zwischendurch die Knie ab. Bauch ganz locker. Noch einmal tief ein,
aus, Knie zum Boden, vor den Knien, Fäuste aufeinander, Stirn darauf, bleiben hier einen Moment, Ellbogen zeigen zu den Seiten. Ruhige, tiefe Atem. Langsam erst den Kopf heben, mit geradem Rücken hinauf, sitzen einen kleinen Moment, auf den Füßen ein, zweimal durchatmen, registrieren, so fühle ich mich. Für eine letzte kleine Aktion, Augen auf. Bringen mehr Energie in die Aufwärtsbewegung mit Ustra-Asana, Arme beiseite, tief ein, hinauf, Becken geht nach vorne, nach vorne, nach vorne, Arme locker, hochschauen, langer Nacken, Kopf zurück und aus, hinsetzen, nochmal. Tief ein, hinauf, Becken nach vorne, Arme locker, auf dem Weg zurück, erst den Kopf zurück. Und dann hinsetzen, nochmal. Tief ein, hinauf, Becken nach vorne, hochschauen. Kopf zurück, aussitzen für den Kinnverschluss. Einmal tief ein, nicht atmen, Luft anhalten, Ticken nach vorne lehnen, ein bisschen heben, Kinn runter zur Kehle, Schultern nach. Ganz straff Kinn runter. Erst Kopf hoch, aus, 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 aus. Kleinen Moment registrieren. Lösen dann den Sitz, die Beine ausstrecken, ausschütteln. Rollen in die Rückenlage ab. So wie es noch notwendig ist, sich selbst und die Kleidung zurechtrutschen, wenn der untere Rücken noch zwickt. Bewegt euch bitte nochmal so ein bisschen, könnt auch nochmal Knie heranziehen. Einfach so, dass ihr dann letztendlich angenehm liegt. Zur Not kann auch eine kleine Erhöhung unter die Knie gelegt werden. Passt auf, dass der Kopf kein bisschen zurückzieht. Kinn herannehmen. Wenn der Kopf immer wieder zurückzieht, lieber ein kleines Kissen nehmen, dass der Nacken lang ausgestreckt ist. Bei geschlossenen Augen nun noch einmal die Atembewegung im Bauch beobachten. Alle Anstrengung aus dem Bauch nehmen. Jedes Heben und Senken an der Bauchdecke macht den Bauch noch weicher, ganz durchlässig. Die Atembewegung entspannt den Bauch. Langsam kehrt Ruhe im Bauchraum ein.
Und im sensiblen Hineinspüren wird es möglich sein, im entspannten Bauch erste angenehme Empfindungen zu registrieren. Das sich wohlfühlen ist oftmals ein wirklich zartes Empfinden. Und es braucht unsere Sensibilität, um es nicht zu verpassen. Und wenn sich der Bauch in diesem Moment noch nicht wohlfühlt, können die Hände auf den Bauch gelegt werden, um in der Unterstützung der Handwärme das Entstehen des Wohlbefindens zu fördern. Entspannung und Ruhe, Wohlbefinden im Bauch. Mit jedem Einatmen strömt uns Lebenskraft. Wir atmen nicht nur Sauerstoff, wir atmen auch Lebenskraft Prana. Prana ist wie Licht und folgt gerne unserer Aufmerksamkeit. In aller Entspanntheit atmen. Sammelt sich jetzt lichtvolles Prana im Bauchraum. Und bildet bald die Gestalt einer kleinen Sonne. Diese Sonne im Bauchraum gewinnt an Größe, an Ausdehnung, an Strahlkraft und verstärkt das sich gut fühlen im Bauch. Aus dem Bauchraum dehnt sich die Wärme und die Helligkeit der Sonne aus. Durchfließt alle Organe, jeden Muskel, jedes Gelenk und erwärmt und erhält dich von innen heraus. Der entspannt daliegende Körper gleicht einem leeren Gefäß, das jetzt die Strahlkraft und Wohltat der Sonne, die aus dem Bauchraum strahlt, aufnimmt. Und sogar über den physischen Körper hinaus strahlt das Sonnenlicht in der Wärme des Lichtes, schmilzen alle noch vorhandenen Spannungen dahin und letztendlich bleibt der Eindruck des Durchsonntseins. Der Ruhe, das sich wohlfühlen, sehr einfach und sehr schön. In aller Ruhe kann
kann deine Aufmerksamkeit nun durch den Körper schweifen, um dir selbst zu bestätigen, auch hier bin ich entspannt, auch hier fühle ich mich wohl, auch hier werde ich durchsonnen. Und auch hier, überall, in jedem Quadratzentimeter des Körpers, Ruhe und Entspannung, Wohlbefinden und angenehm durchsonnen. Verweilen darin, nichts tun, nur bleiben, ganz ruhig. Ich fühle mich wohl, bin entspannt, geduldig sein. Die Bereiche, die sich noch nicht einlassen konnten, brauchen einfach etwas mehr Zeit. Geduldig sein. Das Wohlbefinden bietet sich an, drängt sich nicht auf. Es ist möglich, sich überall gut zu fühlen, in aller Ruhe. Das Wohlbefinden, das realisiert werden konnte, wie Geschenke an sich selbst annehmen und vielleicht sogar etwas Freude darüber entwickeln. Sanft, nun etwas tiefer atmen. Langsam mit dem tieferen Atmen wieder bewegen, regeln, strecken. So wie ihr mögt, entweder Jhana Mudra benutzen, Daumen und Zeigefinger werden ein Kreis oder auch eine Hand oder auch beide Hände auf das Herz legen, Schultern locker, entspanntes Gesicht. Sehr ehrlich die tatsächlichen angenehmen Veränderungen registrieren, nicht nur in den Körperempfindungen. Auch in der Stimmungslage. Und das, was sich tatsächlich zum Angenehmen gewandelt hat, sich selbst in einer kurzen Formulierung wiederholt bestätigen, still im Geiste. Zum Beispiel, ich bin ruhig. Ich bin entspannt, ich bin ruhig, oder was auch immer es sein mag, sich selbst im Geiste das Angenehme bestätigen, es ist da, mehr oder weniger. Für die angenehmen Empfindungen in uns bewahren wir dann, nehmen das mit
in die Tagesereignisse. Atme nochmal gut durch und verabschieden uns dann mit dem Gruß aller Yogis, Namaste, verneigen uns. Dann. Gutes Üben wünsche ich euch. Bis zur nächsten Woche. Bis dann. Tschüss.